Das Requiem-Team hat das Omega-Testgelände erreicht. Wir sind bereit. Dieser Ort versinkt im Chaos. Der Ausbruch muss Omega überrascht haben. Kravchenko riskiert seine eigenen Männer, um Zykov zu bekommen. Nur mit ihm können wir den Verlassenen aufhalten. Er darf Kravchenko nicht in die Hände fallen. Eine langatmige Staatsfrequenz. Wieso überrascht mich das nicht? Sowjetischer Schrott. So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin momentan wieder so ein bisschen mit langen Zähnen am Zocken. Könnte daran liegen, dass diese Kack Operator-Aufgabe buggy zu sein scheint. Denn ich muss töte 5 Feinde mit Peiniger-Explosion. Zum Kotzen, sage ich euch. Zum Kotzen. Erstmal ist er dieselbe Scheißaufgabe wie in der letzten Season, wo ich irgendwie 50 oder was davon machen musste. Und das hat so übelst lange gedauert. So, ich habe es gestern auf der Mauer der Toten probiert. Da hat es nicht funktioniert. Obwohl ich definitiv, also wie in der letzten Season, ne, mit Hirnfäule Peiniger angeschossen und drauf gewartet, dass der Taliban dann in einen anderen reinrennt, und hat funktioniert. Er hat welche durch Peiniger-Explosionen umgelegt. Allerdings habe ich keine Zähler drauf bekommen. Ne. So, jetzt probiere ich es nochmal hier auf dem Verlassenen. Könnte ja sein, dass es an der Karte liegt, wie auch immer, ich weiß es nicht. Na. Ich habe ein paar getötet. Ja. Krieg ich. Ein verrottener Feind weniger. Feind tot. Kopfschüsse wirken einfach immer. Ja. Tun sie. Doppelte. Molotov gezündet. Verfallsdatum erreicht. So, es reicht. 8 Mille, ne? Sollte reichen. Warnung, der Dimensionsriss wird aufgebaut. Suchen Sie die sicheren Bereiche auf und warten Sie auf weitere Anweisungen. Unser Ehrengast ist da. Willst du den Anfang einer neuen Sowjet-Ära bestaunen? Nur in deinen Träumen, du beschissener Feigling. Zykov gehört uns. Tut er das? Das ist Ihr Plan, Requiem. Sie glauben, wir lassen Sie einfach so mit Zykov rausmarschieren. Ja, nicht? Holen Sie sich Ihr eigenes interdimensionales Spielzeug. Zykov und der Verlassene gehören uns. Peck und Kravchenko sind im Observierungsturm. Finden Sie einen Weg hinauf. Mal gucken. Zombie ausgeschaltet. Ja, und dann habe ich ja noch so eine Season-Aufgabe. 10-Gänge-Menü. Und dafür muss man offensichtlich in jeder Runde einen Perk kaufen. Ich habe es einmal ausprobiert. Auch ein kläglicher Versuch eines Omega-Teleporters.
sollten irgendwo Teile für die Reparatur herumliegen. Jungens. Ich glaube, ich muss hier erstmal ein bisschen runterwechseln, wenn ja. Der hat ins Gras gewechselt. Geh weg. Sie wollen Omega aufhalten? Dann brauchen Sie Zykov. Er könnte den Ausgang des Kalten Krieges entscheiden. Bla bla blub. Zykov ist unsere einzige Chance, den Verlassenen aufzuhalten. Wir müssen ihn vor Omega finden. Narren. Die mächtigste Waffe aller Zeiten und sie haben nicht mehr Fantasie, als sie zu zerstören. Toll! Sowjetische Zukunft beginnt, wenn der verlassene Washington zerstört, und das wird er. Sobald er lernt zu gehorchen. Sobald er lernt zu gehorchen, wo bleibt er denn jetzt? Kalinkas, komm ran hier. Ich brauch Kohle. Ich brauch. Und. Maximale Munition. Erledigt. Ich glaube, das reicht. So. Einmal mal schauen, ob wir heute mal das 10-Gänge-Menü hinbekommen. Mein Plan ist es, ab Runde 10 damit zu beginnen. Das Untergeschoss scheint noch abgeriegelt zu sein. Scheint so. 300. So, Kalinka. Komm ran. Verpissen Sie sich endlich. Auge 1. Ticken. Auge 2. Hinterher, Einsatzteam. Maximale Munition. Ich krieg Rüstung. Ist ja mal was Geiles. So. Tüdelüdü. Mann, Ethereum-Strahlung aus unsicheren Niveau. Sperrung des Untergeschosses beendet. Kriegen wir hin. Thank you.
Achtung! Wer ist der Nächste? Ich hab Zeit. Gute Nacht. Bestätigt. Besser die als ich. So, haben wir das. Zackelboom. No, dann gehen wir mal punchen und Hirnfäule kaufen. Schön, Hirnfäule. Prüfung scheiße ich jetzt drauf. Weil wir holen schon mal so ein bisschen Kohleboost, ne? Wir brauchen ja Kohle. Für Perks brauchen wir Kohle. Richtig viel Kohle. Nein. Ich hasse das Auto. Forget it. Ah. Ich bin noch nicht warm, glaube ich. So, Kalinkas, wo seid ihr? Schadensmeldung. Ein Camp. Ole. Der infizierte Wichser musste sterben. Wie ein heißes Messer durch. Ganz genau. Ich bin richtig krass. Ich bin richtig krass. Wirklich so. 700. Das reicht doch noch nicht.
Ich rüste mich mal selbst aus. Stirb endlich! Schrott. Das wird helfen. Ein wenig. Ein wenig, ja. Einmal raus hat, ne? Volle Kraft. Kohle und Schrott. Ich greif zu. So. Feind erledigt. Maximale Munition. Eigentlich denke ich, wir könnten jetzt schon anfangen. Na, denn wir haben Rüstung, wir haben Schrott. So, Runde 9. Wir kaufen das erste Perk. Was kaufen wir? Joggernook. So, Joggernook ist gekauft. Sollen Sie nur kommen. Ich mach Sie alle fertig. Ausländer. Runde 10. Wir kaufen Headshot.
Macht natürlich punktetechnisch auch Sinn, den Headshot der Kiri zu kaufen. Denn... Platz! Das war's für dich! Das gibt mehr Punkte, ne? Ich hab hier eine verdammt alte Abschussserie laufen. Hammer. Friss das, Wichser. Voll den Ausschalter getroffen. Evakuierungsfenster verfügbar. Ihre Entscheidung. Runde 11. Gehen wir einfach durch. Gar nicht übel. Licht aus, Penner. Insta-Kill. Abschuss. Diese Trottel machen es mir auch zu leicht. Runde 12. Nächste Perk. Na, und ihr merkt, es wird komisch mit der Zeit. Geh doch weg, Kalle. Was ist denn los? Evakuierung nicht mehr möglich. Erledigt. Bomben sind böse, ne? Du bist raus. Ich bin kein bisschen erschöpft. Habt ihr es nicht verstanden? Doppelte Punkte. Runde 13. Nee, habe ich nicht. Besser die als ich. Voll in die Matschbirne. Gar nicht übel. Maximale Munition. Platz, das war's für dich.
Kopfschüsse wirken einfach immer. Alter, das ist so oft knapp, ne? Element 115. Voll in die Matschbirne. Eigentlich dreimal so schlau sein, aber... Infizierter Weg. Ups. Ziel am Bob. Aha. Wer ist der Nächste? Ich hab Zeit. Jetzt habe ich ein Problem. 5-5. Scheiß die Wand an. Ich habe ein paar getötet. Ein verrottender Feind. Doppelte Punkte. Thank you.
alles irgendwo mitnehmen. 6,5 brauche ich jetzt, ne? Durch das mal 2 habe ich noch mal einen kleinen Boost gekriegt. Der war gut. Funktion abgelaufen. Ich melde mich, wenn sie wieder da ist. Zombie getötet. Und runter her. Ich hab genug Kugeln dabei. So. Was muss ich jetzt noch zusammenkriegen? 7. Jetzt kommt's drauf an. Untote Bedrohung ausgeschaltet. Ziel ausgeschaltet. Da habe ich jetzt hoffentlich. Ist ja immer so eine Frage, ne? Aber schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir 10 Gänge Menü. Da ist es. Bonuspunkte. Hab eine ganze Bande getötet. Alle Perks am Start. So. Dann verabschiede ich mich für die Folge. Ich wünsche euch was. Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht mal wieder Zukunftsmesul, denn ich muss da so eine kleine Sache anmerken. Also im zweiten Teil geht's da weiter, wo wir aufgehört haben. Aber ich glaube 2-3 Spiele später. Denn ich habe ja schon am Anfang von der Folge rumgemotzt, dass hier diese Operator-Mission von Sims wohl buggy ist. Ist sie nicht wirklich. Also mittlerweile habe ich 2 von 5 Zählern, aber trotz alledem war ich am Fluchen wie ein Rohrspatz, weil ich wollte es nach dem 10-Gänge-Menü, wollte ich halt diese Operator-Mission von Sims erledigen und ja, ich habe irgendwie in dem Spiel einen Zähler drauf bekommen, kann euch aber nicht wirklich sagen, aus welchem Grund der jetzt gezählt hat und die anderen nicht. Ne? Ich habe im Internet nachgeguckt, ob eventuell da ein Übersetzungsfehler ist. Ne? Und dass die Mission eigentlich anders geht. Auch das ist nicht der Fall. Der Typ, bei dem ich es nachgesehen hat, der hat es ein bisschen anders gemacht als ich. Ich arbeite ja mit der Hirnfäule und er hat mit den Täuschgranaten hat er gearbeitet.
Und war aber auch enorm am Fluchen. So. Und mittlerweile habe ich jetzt mir noch eine dritte Variante überlegt. Nur ist es eben so, dass wir im zweiten Teil dann umschwenken und den Kristallschlag machen und den Münzstapel. Und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim zweiten Teil. Und das ist ja auch Season-Herausforderung. Man soll mit der Wunderwaffe. Zombies killen. Zack, Kristallschlag. Stufe 2 fertig. Ich komme sofort wieder. Ach so, und am Automaten zocken müssen wir auch noch mal. Ich habe die Münze mir extra aufbewahrt, damit ihr dabei seid. No. Münzstapel. Erledigt. Bonuspunkte. Bonuspunkte. Na. Ach Mann. Das funktioniert nicht. Na gut. Da hängen die Dinge. So, Münzstapel haben wir auch erledigt. Dann machen wir nochmal World of War. Das muss reichen. Ah, Kaffee. Bisschen, als ich diese Scheiße gelesen hab, ne, da hab ich schon gedacht, was soll der Flachs? Arsch.
Meine Fresse. Damit komme ich zurecht. Zack, vorbei. Ach, warum auch nicht? Aber man kriegt seine Panzerung wieder zurück. Das ist auch was. Es interessiert mich nicht. Und Kristallschlag 3 fertig. Das Glück hat euch verlassen. Maximale Munition. Ja, geht nicht. Wir müssen erstmal hier Kristallschlag fertig machen, weil wer weiß, wann ich das nächste Mal eine Wunderwaffe bekomme. Ich könnte mal... Seht ihr? Das meine ich. Da ist das, was ich meine, weißt du? Kriegt ihr doch gar nicht umgeballert. Oder beziehungsweise diese bescheuerte Explosion haut die nicht aus den Latschen. So, Kristallschlag 4 auch fertig. Schnell und leise. Habt ihr da was gehört? Und? Natürlich nicht. Fenster geschlossen, aber wir sind noch nie vor einem Gang weggelaufen, oder? Natürlich nicht. Oh, das ging schnell. 250 Feinde. Gut. Dann haben wir's. Gut. Dann kann ich weiter die dicke Wumme hier. Die Graf. Gravitas heißt sie ja jetzt. Können wir die fertig machen? Echt
so bescheuert, weißt du? Wenn so ein blöder Peiniger vor dir explodiert, weißt du, dann ist gleich Platte weg. Ja? Aber wer... Gar nicht übel. Voll den Ausschalter getroffen. Was? Ne. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Wirklich. Echt zum Kotzen. Aber wir können ja mal, ja. Den Scheiß kaufen. Was haben wir hier? 600. Habe ich schon. Gut. Wenn ich schon hab, dann habe ich schon. Naja, dann haben wir eine dritte Platte. Und dann ist das gut. Echt mal. Kopfschüsse wirken einfach immer. Hier ist nichts mit betreten. Das Blut hat euch verlassen. Sauberer Schuss. Da ist nichts. So, jetzt hätte ich eigentlich den Erfolg kriegen müssen, weil einen von dreien habe ich. So, und bei dem einen von dreien habe ich einfach nur diese Granate geschmissen. Ich bin, habe noch nicht mal versucht, da reinzugehen. Das ist irgendwie alles so ein bisschen weird. Bedrohung neutralisiert. Oh.
uns gezeigt. So. Hätten wir das auch. Echt mal. Eine ganze Bande getötet. Voll den Ausgang. Maximale Munition. Zombie getötet. Lass sie nur kommen. Bonus. Ich habe ein paar getötet. Ja, habe ich wohl. Zwar mit zeitlicher Verzögerung, aber ich habe ein paar getötet. Nochmal ein paar getötet. Ach ja, was soll ich euch sagen? Na? Schadensmeldung, ein Kämpfer am Boden. Immer so schade, wenn dieses Spiel so buggy ist. Der infizierte Wichser musste sterben. Wisst ihr, und da weiß ich dann auch nicht. Ich hab mir gestern. Sie könnten jetzt evakuieren. Ich hab mir gestern den Trailer von Vanguard angeguckt, den Zombie-Trailer. Der war schon ganz cool. Einsatzteam erbittet schnellstmögliche Evakuierung. Allerdings hatten sie für Vanguard noch weniger Zeit. Raptor 1, Einsatzteam braucht Evakuierung beim Omega-Komplex. Als für. Cold War. Ja. Und da weiß ich dann wirklich nicht, was soll denn dabei rauskommen dann? Da kann ja nur Kappes werden. Ah ja, wir versuchen nochmal. Wir werfen nochmal. Na? Raptor 1 in Position. Nur irgendwie ist hier alles buggy. Blöde Operator-Mission. Ihr wisst, wie das läuft. Die Landezone muss sauber sein. Ah. Luftnahe Unterstützung durch Helikopterschützen. Ich bin nicht zum Spielen hier. Abschuss. Nächste Bedrohung ausgeschaltet. Zu betreten. Hier ist nichts zu betreten. Kannst du machen, was du willst. Für heute sind wir fertig. Egal. Verstanden. Sammeln wir uns. Ich wünsche euch was. Omega immer noch stoppen.